lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Orphans. Ja, nachdem Jarek so ein bisschen beknackt geworden ist durch das Mikrofon, durch das Funkgerät, meine ich. Ja, er kam wieder zur Vernunft. Sandy hat ihn dann finden können, beziehungsweise sie haben sich gegenseitig finden können. Wir haben sie auch dahin navigiert. Sie will Jarek noch eine Chance geben. So, nun. Ina und Samu. Hey, Tonji. Wie erwartet. Hier ist alles wie ausgestorben. Wie geht's Samu? Aber irgendjemand muss euch doch da sein, um euch helfen zu können. Wie geht's Samu? Er ist soweit okay. Ja, dann ist es in Ordnung. Dann ist es okay. Dann machen wir. Einen Arzt werden wir heute zwar nicht mehr zu Gesicht bekommen, aber wenigstens haben wir ein Hotel gefunden. Echt jetzt? Geil. Anfangs dachte ich, ach du meine Güte. Ja. Sehr seriös. Erinnert mich so ein bisschen an, was war das? Help Annie. Das Hotel. War es ein Hotel? Help Annie? Ja doch, ich glaube ja, Help Annie war das, ja. Sieht nicht wirklich einladend aus. Das sieht ja echt aus wie aus einem Horrorfilm. Ja, das stimmt. Ja, die Bude ist echt gruselig. Aber abgesehen davon, der Gastwirt ist wirklich nett. Ja, er will euch ja nachher auch essen, ne? Hat Samu einen Eisbeutel und eine Kopfschmerztablette gegeben. Eine nur, Kopfschmerztabletten. Und den Dorfscheriff wollte er auch noch sind aus dem Bett klingeln. Aber der wusste wohl anscheinend schon Bescheid. Oh, okay, krass. Er ist auf dem Weg hierher. Das ist schon krass. Schon sehr, sehr krass. Ja, Mikas Schwester hat die Polizei informiert. Aber da auf dem Dorf? Ja gut, das war die hiesige Polizei, sich da, ja. Gott sei Dank. Dann haben sie also wenigstens ihr geglaubt. Ich kann es kaum glauben. Der Albtraum hat bald ein Ende. Der Polizist meinte, er würde sich um alles kümmern und wir bräuchten uns keine Sorgen zu machen. Ja, klar, natürlich. Ihr werdet alle sauber verschwinden in kleinen Ölfässern. Ein paar Männer aus dem Dorf sind bereits auf dem Weg und holen Tammy und die anderen daraus. Ja. Wir werden gleich mit ihm zur Unfallstelle fahren und unser Auto oder was davon übrig ist, sichern. Ach, sorry, Tomji. Der Freund und Helfer ist da. Wir melden uns so schnell wie es geht zurück, okay. Das sieht nicht gut aus. So Dorfsekte-mäßig so, ne? Ihr werdet nachher irgendwann alle gefehlt und gegessen. Und? Was sagt dieser Gruber? Das, genau das, Amber, lest es dir durch. Bisher noch nicht wirklich viel, aber er will sich nochmal melden. Er will uns helfen, deinen Vater zu finden. Wie du siehst, er ist ein ziemlicher Arsch. Er ist ein Arsch, aber er hilft wenigstens, Fonzi Monzi zu retten. Ich hoffe so sehr, er hat Infos, die uns weiterhelfen können. Als ich mit ihm geschrieben hatte, macht er nicht den Eindruck, als wäre ihm daran gelegen, auch deinen Freunden zu helfen. Ja, siehst du. Im Gegensatz zu uns glaubt er wohl nicht an übernatürliche Phänomene. Nein, er glaubt nicht an Gespenster. Amber, es gibt gute Neuigkeiten. Aber zum Glück ist ja die Polizei auf dem Weg zum Waisenhaus. Ein Glück, das freut mich wirklich. Obwohl ich meine Zweifel habe, dass sie dieses Mädchen etwa entgegensetzen können. Ja, du verstehst, wie es wirklich einen Mut zu machen. Ja, bei allem, was passiert ist, befürchte ich auch das Schlimmste. Ich bin mir sicher, die Polizei wird sie da rausholen. Ja, das glauben wir. Wir glauben auch, ja, das glauben wir auch. Auch wenn ich das von ganzem Herzen hoffe. Bei allem, was du mir über dieses Waisenhaus erzählt hast? Bei allem, was dort geschieht? Ich fürchte, es bedarf eher die Hilfe durch einen Priester oder einen Exorzisten. Noch wissen wir nicht, womit wir es zu tun haben. Aber vielleicht weiß dieser Gruber ja doch irgendetwas, das uns hilft, ihn zu finden und auch deine Freunde zu retten. Ja. Ich hoffe, ja. Ich bin ja leider wenig auf die optimistisch. Er ist ein Arsch. Er ist ein Arsch.
rüber. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, Tom G. Wir müssen herausfinden, was dieser Gruber weiß und mit welchen Mächten wir es zu tun haben. Aber Tom G., sollten deine Freunde tatsächlich gerettet werden? Du wirst mir trotzdem helfen, meinen Vater zu finden? Nö. Aber natürlich, Amber. Aber natürlich. Danke, Tom G. Jerry ist noch online. Das ist interessant. Gemeinsam mit dir habe ich zumindest die Hoffnung, dass alles gut wird. Okay. Cool. Tom G. Ja? Ja, bitte? Sandy erzählt mir gerade, dass du ihr geholfen hast, dieses Haus zu finden. Bist du denn total verrückt? Ich kann dir gar nicht genug danken, Gasso. Sie ist völlig erschöpft, aber unverletzt. Sie ruht sich aus. Ja, das ist das beste Haus zum Ausruhen, genau. Ihr müsst da weg, Mann. Jarek, das hier habe ich gerade in der Cloud von Fons entdeckt. Hör dir jetzt mal bitte an, Jarek. Jarek, ich glaube, Fons war ebenfalls schon in diesem Haus, in dem du dich jetzt befindest. Vorderste, nein. Erstmal. Nein. Grüße aus Rumänien. Na dann. Grüße aus Rumänien. Was ist denn los da bei Tammy und den anderen? Gruppe wegen akuter Besessenheit vorübergehend geschlossen? Da gehen keine Nachrichten mehr durch. Haben sie uns etwa gehostet? Ach, geghostet? Was ist denn fucking geghostet, Alter? Ich glaube, denen sind ihre Geistergeschichten selber langsam peinlich. Marco Till ist wirklich ernst. Bitte, sie brauchen wirklich Hilfe. Ja, ist schon klar, Tom G. Wir fallen dann nicht auch noch drauf rein. Lass dich von denen nicht verarschen. Ich würde es dir selbst sagen, dass jetzt erstmal genug ist. Irgendwann ist ja echt nur, Alter. Irgendwann ist es ja nicht mehr witzig, was sie da mit dir machen. Aber man erreicht ja keinen. Schreibe eine Nachricht. Wieso glaubt ihr mir denn nicht? Ihr dreht langsam alle durch. Hört bitte auf, sind wirklich in Gefahr. Jetzt komm mal runter, Tom G. Entspann dich mal. Vorschlag. Du schickst uns jetzt einen glaubwürdigen Beweis, dass es bei euch spukt. Und Till und ich packen sofort Kruzifix, Weihwasser und Holzflöcke ein und eilen zur Hilfe. Hm? Für Knoblauch fahren ist es auch gesund. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, der Hund kaut an irgendwas. Ach! Das geht natürlich wieder nicht. Alles nicht. Verdammt, ich kann keine Medien schicken. Ich schwöre, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich kann nicht. Die Nachrichten gehen nicht durch. Datenvolumen aufgebraucht. Ich ja. Nichts für ungut, Tom G. Du bist ja eigentlich ein ganz ziemlich cooler Typ.
Aber du lässt dich wohl auch sehr leicht verarschen, wie es scheint. Nochmal. Glaub denen nicht alles, Tomji. Die machen sich einen Spaß mit dir. Wir müssen jetzt auch mal weiter. Wir haben hier wahrscheinlich gleich kein Netz mehr. Achso. Also. Wir melden uns, wenn wir wieder Empfang haben. Grüße die anderen. Geht ja nicht, die kriege ich ja. Die sind ja alle bekloppt. Die sind ja alle bekloppt in der Berne. Du willst mir doch nicht erzählen, dass Fons in diesem Haus hier war, oder? Naja. So glaube ich, es klingen mag. Es handelt sich um dieselben Leichen. Takte zu der Musik, lach mich nicht aus. Das hieß ja, die Zeit. Achso, das hieß ja, die Zeit wäre irgendwie zurückversetzt. Nein, das ist unmöglich. Es muss eine andere Erklärung geben. Ich und Sandy, wir sind doch jetzt in diesem Moment hier. Ich bin so froh, dass sie mich gefunden hat. Ich mache mir jetzt aber Sorgen und ich mache mir aber trotzdem Sorgen, Jarek. Ja, jetzt ist es wenigstens nicht mehr alleine draußen. Bist du dir sicher, dass mit dir alles in Ordnung ist, Jarek? Ja, du warst wohl durchgedreht und beknackt. Beknackt war er. Total ballert. Ja, mit mir ist das alles okay, Tomji. Wieso fragst du das andauernd? Moment, irgendetwas ist mit Sandy. Ui! Ich muss jetzt für sie da sein. Bis gleich, Tomji. Sei bitte vorsichtig, Jarek. In Ordnung, kümmere dich um sie. Bitte halte mich auf den Laufenden, Jarek. Jarek. Ich melde mich. Was macht denn das Horrorhotel jetzt? Ah. Tomji, das ist nicht mehr witzig. Also. Aina, wo seid ihr? Hi, seid ihr schon unterwegs? Ja, wir sind auf dem Weg zur Unfallstelle. Das ist das erste Mal, dass ich in einen Polizeiwagen mitfahre. Leider gibt es noch keine Rückmeldung von den Männern, die zum Waisenhaus gefahren sind. Aber immerhin, der Dorfpolizist ist total nett. Diesmal hatten wir echt Glück. Oh, Dill! Hey, ich bin's nochmal. Entschuldige, falls das jetzt alles irgendwie ein bisschen überheblich klang oder so. Das Ding ist nur, ich kenne die Gruppe und ohne Witz, die machen sich einfach gerade einen riesigen Scherz mit dir. Deswegen fall da nicht drauf rein. Es gibt keine Geister, es gibt für alles eine logische Erklärung. Denk einfach nochmal mit kühlem Kopf drüber nach und dann wird sich da schon was finden lassen. Ja, natürlich. Ja. Er meinte, wir sollen uns keine Sorgen machen. Sie werden Tammy und die anderen da rausholen. Okay. Wie weit ist das denn vom Waisenhaus und von solch entfernt? Wie viele Leute sind denn auf dem Weg dorthin? Hat dieser Polizist irgendetwas über das Waisenhaus erzählt? Nee, nicht wirklich viel. Es wurde wohl damals geschlossen, weil die meisten Kinder nicht mehr in den Waisenhäusern, sondern in Pflegefamilien untergebracht wurden. Ach, gibt's ja genügend Waisenkinder. Und außerdem war es wohl sowieso schon baufällig, ja. Das sieht man. Da verschwinden Leute. Aber die Dinge, die dort passieren... Ihr habt es doch mitgekriegt. Es spukt in diesem Gemäuer. Ina, dieses Waisenhaus ist doch kein gewöhnlicher Ort. Also, er hält die ganzen Gerüchte über einen Spuk und so weiter für Quatsch. Aber wie das mit alten Lernstehgebäuden so ist? Es haben sich wohl immer wieder Jugendliche dort getroffen, Partys gemacht.
Seiner Meinung nach hätte man das Gebäude längst abreißen sollen. Die Verletzungsgefahr in diesen Maroden passt ist einfach viel zu groß. Morast. Deswegen hat Jason auch die Männer geschickt, um Tammy und die anderen da rauszuholen. Und er macht sich auch auf den Weg dorthin, sobald wir hier fertig sind. Der Polizist heißt Jason? Ja, genau. Er kommt ursprünglich aus den USA. Geil. War hier stationiert und ist dann in dem Dorf hängen geblieben. Vielmehr seine Eltern, war, oder? Wie kann man hier hängen bleiben? Das ist ein Kerl, das ist so groß wie ein Baum, Tomji. Hat mich direkt an Jason Forrest erinnert. Ja, Forrest. Jason. Der Killer versus Jason. Nein, Jason der Killer versus Fuck off, Dorfsheriff. Was ist das denn? Samu kommt jetzt wieder deine Raufel mit Fan. Ich verstehe das sowieso kein normaler Mensch. Jason kennt doch jeder wirklich, oder? Ja klar kennt jeder Jason, Mann. Freitag der 13. Digga. Und das war eine Anspielung auf Jason, ne Freddy vs. Jason, meine Güte. Ja, also ich weiß es auf jeden Fall. Ich habe zumindest die Vermutung. Ina hat recht. Der Name sagt mir gar nicht. Das ist doch gerade ein ganz schlechtes Thema. Ja komm, wir wissen es auf jeden Fall. Wir gehen da voll auf Samu rein jetzt, ja? Ja. Ich sag nur Freitag der 13. Das ist der Typ aus Nightmare on Elm Street. Jason ist der Kind aus Halloween. Korrekt. Wohingegen keiner versteht mich, Ina. Ein Klassiker. Achso, ich habe hier ein bisschen Plattisch gesammelt, ne? Ach ja, nun ist das irgendwie raus. Können wir bitte das Thema wechseln? Die anderen sitzen in diesem verfluchten Waisenhaus fest und ihr redet über Horrorfilme. Das finde ich echt ziemlich geschmackslos. Geschmackslos. Man kann ja auch selber über sich lachen, ne? Ina, die Hilfe ist schon unterwegs. Und solange wir hier Jason im Wagen hocken, können wir doch eh nichts machen. Von mir aus können wir das Thema gerne noch etwas vertiefen. Echt jetzt? Nö, da habe ich keinen Bock drauf. Lass mal kurz überlegen. Was war denn dein Lieblings-Stephen King-Verfilmung? Boah. Shining, Friedhof der Kuscheltiere, es. Den Remake von Friedhof der Kuscheltiere fand ich ja total scheiße, ne? Der war ja voll doof. Aber fand ich auch gut. Die Nauflage ist sogar ein bisschen besser als die alten Filme. Ja, weil das ging ja nicht anders. Pennywise, der Clown, das ist schon echt ein creepy Junge. Stehst du eigentlich eher auf Geistergruselgeschichten oder mehr so wie blutigen Sträufen? Ich mag eher gruselig. Ich kann nicht genug produzieren. Kommt drauf an. Okay, wir sollten doch wieder ein Thema wechseln. Ich sage, kommt drauf an. Manchmal sind es gibt Filme, die sind geil und Filme, die sind geil. Und dann wiederum gibt es Filme, die sind geil. Geht mir auch so. Wenn ich so an so einen Quentin Tarantino-Film denke, wo das Blut nur so spritzt, übertrieben, so Django Unchained, das finde ich nur witzig. Aber Leute, da wird viel zu viel Schrott veröffentlicht. Gibt viel zu wenig wirklich gute Filme. Leute, bitte! Jetzt sei doch keine Spielpferdeherberin, Mann. Ina hat recht. Lass uns über etwas anderes reden. Welcher Film hat dich denn bisher am meisten schockiert, Samu? Samu, was ist dein absoluter Lieblingshorrorfilm? Spice Worlds mit den Spice Girls. Puh, schwere Frage. The Thing von John Carpenter ist auf jeden Fall ein... Boah, yo. Den kann ich mir immer wieder angucken. Auch der originale Film noch, oder beziehungsweise sind jetzt zusammenhängt. Langweilig! Was jetzt zusammenhängt, die Filme. Der aus den 80er mit Kurt Russell, dieser, nee, Russell Crowe. Hieß er noch. Kurt Russell, ne? Kurt Russell.
Kurt Russell, genau. Hast du schon die neue Verfilmung von Evil Dead geguckt? Nö, habe ich noch nicht. Hab keine Zeit, ich muss noch mehr YouTube-Videos machen. Nein, ich habe nicht mal den alten Tanzstoffe gesehen. Ja, den fand ich sogar ein bisschen besser als das Original. Leider noch nicht, aber das Original war super. Evil Dead ist, ich glaube, auch wieder so eine Pflichtgeschichte, einfach, die man machen muss. Na, von allen Filmen muss man, also, man muss so, es gibt Filme, die muss man einfach geguckt haben. Ne? Der neue ist auch klasse. Ist etwas ernster als der alte Tanz der Teufel. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der denn ernster sein soll. Was hältst du von Paranormal Activity? Was, wie findest du Scream-Filme? Den neuen Scream habe ich noch nicht geguckt. Was mit Zombie-Filmen? Zombie-Filme gucke ich sehr gerne. Auch die Originalserie The Walking Dead, die vier The Walking Dead nicht so ganz mehr so und so, und dann das andere sowieso nicht. Aber Paranormal Activity, ich meine, du kannst gewisse Geisterfilme, The Grudge zum Beispiel, funktionieren immer nur einmal. Dann weißt du nachher, wo du dich überall erschrecken kannst. Aber Geisterfilme sind geil. Auch Paranormal Activity finde ich gerade so richtig gut irgendwie. Weil es jemand aus diesen Kameras gedreht ist. Ne? Also, naja, teilweise ganz okay. Aber teilweise auch ziemlich öde. Was? Nein. Ich finde den Boom um diesen Found-Footage-Filme seit Blair Witch Project etwas überzogen. Wobei, da zieht er noch. Ich will euch Experten ja nicht nerven. Ich meine, da zieht er noch. Bei Paranormal Activity zieht er noch. Aber es gibt dann wiederum Filme, es gibt auch einen Zombie-Film, der genauso gedreht worden ist. Und das funktioniert dann irgendwie nicht mehr. Ja, mein Schatz, wie Hepto für Stone. Worüber möchtest du denn gerne mit uns reden? Solange wir noch unterwegs sind, Mausi. Mausi am Arsch! Spielverderberin. Lotte, nein! Lotte! Was hast du eigentlich da drinne? Ja, ist ja klar, dass du das frisst. So, meine lieben Kinderchen, das war's wieder für heute. Ja, ich bedanke mich fürs Reinschalten. Es gibt bald wieder eine neue Folge und tschüssli, Müsli.